zu meinen Brüdern habe ich sicher eine sehr enge Beziehung. Einerseits der Milo, der eher der wild und der lustig ist und immer für einen guten Spruch zu haben ist. Und der Yannick ist eher so ein bisschen die Ruhe, die innere Ruhe, hat immer so den Überblick, kann aber auch sehr, sehr lustig sein. Ja. Ich denke eben, unsere Schwester ist sicher eine sehr offene, lebensfreudige junge Frau, die Spass hat am Leben und sicher das macht, was sie will und einfach ja, Lust hat auf das Leben und auf Spass halt auch, denke ich, ja. Ja, eben zu unserem Vater haben wir sicher ein sehr gutes Verhältnis. Können mit ihm eigentlich über alles reden und wenn er irgendwie etwas hat, können wir ihn fragen. Er ist eigentlich auch eine relativ ruhige Person und nimmt alles auch ein bisschen lockerer. Und der ist aber noch gut, wenn wir ihn ein bisschen haben und ihm sozusagen wie fragen, wenn wir mal etwas haben. Also, dass der Vater Masseur ist, ist natürlich sensationell. Also, egal wo er ist, wenn er mal uns kommt, besuchen, nimmt er eine Massage auch mit und dann gibt es noch Massage. Oder wenn wir mal eben ein Psychli daheim machen, dann gibt es meistens eigentlich auch immer Massage. Wenn wir irgendetwas haben, dann kann er uns schnell ein bisschen netten und dann ist eigentlich meistens immer ein bisschen besser. Wenn er im Gegnerteam sozusagen an der Band war, ist sicher sehr, sehr speziell und irgendwie auch lustig gewesen. Mit der Ilfishalle verbinde ich dort angefangen Hockeyen und das ist eigentlich so der Start von meiner Karriere. Ich wollte eigentlich immer aufs Eis gehen. Ich bin am Morgen in die Schule und dann meistens am Nachmittag so schnell wie möglich in die Eishalle, dass wir können Hockeyen, Spass haben. Es hat einfach Freude dort. Wir haben so viel Zeug dort erlebt, auch immer an die Matchen halt. Selber trainieren und dann immer an die Matchen noch schauen. Mir verbindet mit Eishockey eigentlich meine Kindheit. Also für mich ist schon, seit ich mich zurückerinnere, waren wir echt immer zu dritt in dieser Eishalle gewesen, oder draussen irgendwo am Käpseln. Familie Losli macht aus, dass wir grundsätzlich für eine lange da sind. Das ist etwas Wichtiges, dass wir Zeit miteinander verbringen, dass wir Verantwortung übernehmen für einander und einander dort unterstützen, wo wir das brauchen. Sage ich mal, auch alles teilen, das Leben teilen, Freude teilen, Zeiten teilen, wo es schwieriger wird und das halt auch miteinander bewältigen. So ein bisschen nach dem Motto, für mich zusammen geht es besser. Wir haben auch noch zusammen gehockeilt in einem Frauenteam. Und ja, die Zeit super in Erinnerung. Also das da haben wir einfach als ganze Familie, haben wir als Hobby Hockey gehabt oder als Beruf. Wir sind hier in das Haus, in das Quartier gezügelt, so 2004 im Sommer. Und für uns war es wichtig, einen Ort zu finden, wo die Kinder einen gewissen Freiraum haben. Und da ist die Ilfis in der Nähe, also der Fluss, und die Badi ist in der Nähe, der Schuttplatz. Das Eishockey-Stadion ist hier in der Nähe. Und das war von dem her so wirklich ein Hauptgrund, gewesen, dass wir hier hergezügelt sind. Wir waren wirklich viel hier ums Haus und auch andere Leute vom Quartier oder einfach Kinder. Wir waren wirklich viel und haben hier oben Räuber und Bolli gespielt. Und wenn es irgendwie kalt war, haben wir im Haus innen Räuber und Bolli gespielt. Und dann sind wir aber, keine Ahnung, 15 Kinder oder so in diesem Haus und so. Und einfach gespielt. Hier auf dem Teich, wenn im Winter aber gefroren war,
habe ich auch die Schläfe angelegt, den Stock vorgenommen, ab und zu ein bisschen geknebelt. Gut, dass sie gestochen scharfe Bilder haben. Ja, ja, das ist hier. Das ist halt der Kunde. Das Leben ist irgendwie wie eine Reise und es hat verschiedene Wege parat. Der muss nicht immer gerade und flach sein, sondern man kommt halt manchmal schon einen steinigen Weg, aber den kann man überwinden. Für mich ist eigentlich auch das Ziel, dass sie das selber dürfen, aber auch gemeinsam, sage ich mal, mit uns als Familie oder mit ihren Freunden oder mit ihren Lebenspartnern oder Lebenspartnerinnen. Ja, das ist auch hier herzig. Die Story. So geil. Das Lieblingsbild. So geil. Das ist eine riesige Legende. Das haben wir noch. Gell? Ja, das war der Hockeyschuh. Genau. Mit der Story. So geil. Das war witzig dann, ja. Das ist bei Alpenstern, ja. Ja, für Fischi. Ja. Ja, genau. Zusätzlich haben wir auch natürlich die Idee gehabt, im Keller. Vielleicht im Winter, wenn man nicht immer draußen sein kann, dort auch noch einen Raum zu schaffen, wo sie halt spielen können. Dort haben wir einen kleinen Spielkeller eingerichtet, wo sie ihre Zeit auch verbringen können. Hallo. Kein Problem. Ja, aber früher haben wir hier sicher sehr viel. Wenn es schlechtes Wetter war, waren wir abends unten. Gespielt. Kleine Goal haben wir noch gehabt. Da haben wir abends wirklich Turnier gemacht. Und sind da irgendwie zu zehnt da unten gewesen. Haben noch da Banden gemacht, die es offen war. Und da mit Bänkli. Und ich glaube, da hinten war noch das Zeitnehmerhäuschen gewesen, wo wir irgendwie gebastelt mit der Kartonschachtel. Und dann haben wir da eine riesige Sache gemacht, aber mit Musik und so. Wirklich probiert, so echt wie möglich so ein bisschen Hockey-Arena zu machen und einfach gespielt und ja, uns so verdörlet und Turnierchen gemacht, ja, mit der Nachbarschaft, Gielen und so. Und die sind aber alle gerne hierher gekommen. Ja, dann haben wir da ein bisschen gekügelt. Und ja, sehr lustig war. Es war so, ich habe eigentlich das 91 genommen, weil dann das erste Mal, als ich eigentlich das Nummer selber auswählen konnte, habe ich eigentlich gedacht, jetzt nehme ich mal eine Höhe. Wir haben sonst eigentlich immer nur die Tiefe nehmen halt. Und dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt nehme ich mal eine Höhe. Und dann habe ich gedacht, das 91, es hat eigentlich keine Bedeutung oder so, aber es gefällt mir eigentlich irgendwie noch. Und dann ist der Jan zur Tour gekommen und dann habe ich ihm gesagt, ja, er soll das 19 nehmen. Dann hat er gesagt, ja, nein, das 19, das will er nicht, es gefällt ihm nicht so. Und dann hat er sich für das 90 entschieden. Ja, jetzt haben wir 90, 91. Ja. Und hat das jetzt bis jetzt eigentlich so weitergezogen. Das ist noch, ich finde es noch lustig irgendwie. Das ist so ein bisschen wie, halt, ich finde es immer schön, einfach die Medaille anzuschauen oder nachher auch wieder so ein bisschen, da kommen verschiedene Erinnerungen auch in Sinn, aber zu diesen Medaillenerlebnissen kommen wir in Sinn, wo die Kinder oder wo wir gemeinsam haben dürfen erleben. Und jetzt
jetzt, heute Morgen, als ich sie gesehen habe, auf dem Eisten, da bin ich mega dankbar gewesen und da riesen Freude gehabt, eigentlich, dass, einfach an diesem Weg, also, wo von den kleinen Gielen, von dem unbeschwerten Besitzen, ja, im Erwachsenen-Hockey, wo sie von dem Eishockey dürfen leben, ist ein Geschenk. Ja. Also, als ich sie auf dem Eis gesehen spielen, hatte ich wieder so im Kopf, wie ich oben mit ihnen knäbeln. Das war so etwas, was wir viel Mittwochnachmittag gemacht haben. Und da habe ich mitgeholfen. Das war etwas, was mir einfach auch gefallen hat, dass das Hockeyle Sport machen mit den Kindern. Und es hat mich heute Morgen so ein bisschen gekützelt. Ich hatte das Gefühl, jetzt hätte ich gerne meine Schläfe mitgenommen. Also ich wünsche mir für meine Kinder, oder jetzt im Speziellen, ja, im Zusammenhang mit Hockey, für unsere Gielen, dass sie diesen Weg weitergehen dürfen. Dass sie wissen, das ist jetzt die Saison, die jetzt anfängt. Das ist ein Teil des Weges. Und irgendwo durch, ja, muss ich sagen, wünsche ich ihnen auch Erfolg, dass sie sich weiterentwickeln können, dass der Weg weitergehen kann, dass sie dürfen, mehr und mehr Verantwortung übernehmen in dieser Rolle, die sie sind. Und dass die Freude da bleibt. Sicher. Und dass sie sich als Menschen dürfen entwickeln dürfen. Ich weiss seit immer, dass das ihr Traum ist, der einfach in Erfüllung ist gegangen. Und ich bin auch mega stolz auf sie. Dass sie immer ihren Weg haben verfolgt und immer das gemacht hat, was ihnen Spass gemacht hat.